Na, Männer, alles klar. Gut, Situation ist folgendermaßen, wir schreiben den 16. März 1942, früher Abend in La Spezia im Mittelmeer und das Boot ist bereit für die nächste Mission. Die wurde uns auch schon zugeteilt, nämlich hier unten im Gebiet rund um Malta herum haben wir ein Planquadrat zugewiesen bekommen, was wir patrouillieren sollen und dabei eine Gesamtbruttoregistertonnenmenge von 10.000 Tonnen sollen wir dort versenken. Also gehen wir es an. Kurs gesetzt. Ziel der heutigen Feindfahrt oder der heutigen Unternehmung ist natürlich vor allen Dingen auch einfach mal diese Schlacht im Mittelmeer Kampagnengeschichte abzuschließen, denn mittelfristig plane ich dann, mich, wenn es geht, verlegen zu lassen. Also ich würde tatsächlich ganz gerne wieder nach La Rochelle oder möglicherweise, na schauen wir mal, wir hätten auch noch andere Optionen. Das habe ich mir übrigens noch gar nicht angesehen. Hafen von Rotterdam, das ist auch neu. Ist auf jeden Fall von der Kriegsmarine übernommen worden und auch da scheint man sich nun stationieren lassen zu können. Wilhelmshaven, das kennt man, Kiel waren wir auch schon mal. Also Rotterdam wäre natürlich auch eine relativ spannende Option, weil das habe ich einfach noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich neu dazugekommen. La Rochelle hat halt den Vorteil, dass man da einfach kurze Anfahrtswege hat, sage ich mal. Kurze Anmarschwege in sehr, sehr gute Jagdgebiete. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen mal auf kleine Fahrt. So, dann sehe ich gerade, es gibt auch noch ein bisschen was zu tun. Wir schalten mal den Dieselkompressor ein, weil die Druckluftreserven nicht voll sind. Und dann schauen wir mal, dass wir was für die Rohre bekommen. So, ich hoffe mal, dass ich nichts übersehen habe. Urlaub hatten wir natürlich, also das heißt, die Mannschaft ist gut erholt und hat auch wieder ein bisschen XP dazu bekommen. Da muss ich dann auf jeden Fall nochmal die Offiziere durchgehen. Leider ist es mir noch nicht möglich gewesen, noch einen weiteren Funker mit an Bord zu nehmen. Das hätte ich natürlich gerne getan. Ihr seht schon hier unten, es sind jetzt 3 Befehlshaber mit an Bord. Also das ist für meinen Geschmack eigentlich einer zu viel. 2 würden mir vollkommen reichen. Aber nachdem ich einfach noch einen Offizier übrig hatte, habe ich den jetzt einfach mal mitgenommen. Und dann kann der auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das schadet auf jeden Fall nichts. Aber ein weiterer Funker, weil nachdem wir jetzt wirklich nur einen haben und dass die einfach rotieren können, dann das wäre mir schon sehr recht, wenn wir das zeitnah hinbekommen. Schauen wir mal. Ich glaube ja sogar, dass man sowieso... wie sieht es denn aus mit den Erfahrungspunkten? Ansehen meine ich natürlich. Ansehenspunkte 40% Fortschritt. Dann hier kriegt man ja, glaube ich, auch. Da kriegt man 100%. Da könnten wir uns eventuell dann einen weiteren Offizier leisten. Und wo sehe ich denn die Belohnung für die Feindfahrt? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, was wir dafür kriegen. Das steht jetzt hier auch nicht dabei. Kann ich das irgendwo einsehen? Bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, ist auch erstmal nicht so wichtig. Wir machen mal die Zeitbeschleunigung an, dass hier ein bisschen was vorangeht. Und dann schauen wir mal, dass wir hier Richtung Jagdgebiet kommen. Und wenn wir da angekommen sind, also Malta, da hatten wir ja, da war ja einiges los auf der letzten Feindfahrt. Also da wird es sich wahrscheinlich direkt lohnen, hier auf jeden Fall mal ein bisschen die Ohren zu spitzen und zu schauen, was da so geboten ist. So, das mit der Zeitkompression dauert natürlich immer ein bisschen, solange man noch in Küstennähe ist. Und dann geht das relativ zügig voran. Ich drück mal ein bisschen auf die Tube hier. Diesel haben wir ja genügend. So, und dann gehen wir wieder auf kleine Fahrt runter. Jetzt sind wir im Fortbewegungsmodus. Den Kreiselkompass machen wir mal noch an. Ich hatte auch überlegt, den Better Dive Times Mod zu aktivieren. Allerdings, also einfach um länger tauchen zu können. Weil ja, also ihr kennt das ja, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Die Tauchzeiten sind schon wirklich so haarsträubend kurz für meinen Geschmack. Also wesentlich zu kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt. Und das macht die Sache halt schon echt sehr, sehr mühsam. So, schauen wir mal, dass wir das Funktelegramm reinholen können. Was wollte ich eigentlich sagen? Kapitän? Machen wir denn die Meldung? Funkübertragung. Empfangen. Genau, diesen Better Dive Times Mod wollte ich eigentlich aktivieren, aber der zeigt mir halt an, dass der noch nicht für diese Unstable-Version
ein Update bekommen hat. Und das kann natürlich zu Problemen führen. Getestet habe ich das jetzt noch nicht. Es könnte natürlich sein. Verdammt, wieder die Funkübertragung abgebrochen. Das ist ja echt eine Scheiße. Das Problem habe ich auch noch nicht in den Griff bekommen. Na schön. Dann halt ohne Funktelegramm. Ja, und deswegen habe ich jetzt erstmal... Ui, sehr schön. Erstmal davon abgesehen, diese Mod zu aktivieren. Einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass halt sobald die B129 aus der Unstable raus ist, dass das dann auch wieder funktionieren wird. Ui, minimale Sichtweite, aber sieht verdammt gut aus. Ja, machen wir nochmal ein Bildchen. Uiuiuiui. Haben die eigentlich irgendwas an den Wettereffekten noch geändert? Also wir hatten ja schon öfter mal wirklich, also sagen wir mal optisch wirklich faszinierende Geschichten hier am Start mit schlechtem Wetter und so weiter, Seegang, Nebel, aber das sieht schon extrem gut aus. Hier, hör mir auf. So, wie komme ich jetzt wieder raus hier aus der... Okay. Gut, schau mal, dass hier was vorangeht. Einmal auf die Tube gedrückt. Melde mich zum Dienst. Also die Zeitbeschleunigung, das läuft halt schon echt alles wesentlich zufriedenstellender hier in der neuen Version, ne? Das ist echt ein bisschen eleganter. So, jetzt haben wir dann gleich das Planquadrat schon erreicht. Und dann werden wir, glaube ich, direkt mal auf Tauchstation gehen. So, das reicht ja. Jetzt sind wir sowieso schon kurz vor Malta hier. 25. März. Kurz nach 8. Funken würde ich mir jetzt aktuell noch sparen, auf jeden Fall hier an der Stelle. Wir gehen mal auf Tauchstation. Ach so, das, diesmal war das wahrscheinlich dann tatsächlich dem schlechten Wetter geschuldet, oder? Dass das Funktelegramm nicht reinkam, vermute ich mal. Das würde Sinn machen. Gehen wir mal kurz die Offiziere durch. Das ist der neu dazu kam. Okay, genau, das finde ich immer eine ganz gute Idee, denen einfach ein paar Sachen ins Inventar reinzupacken. Also in dem Fall, er hat hier Kaliumabsorber dabei, er hat welche in der Tasche, er genauso, damit wir da einfach genügend Vorräte haben. Er hat Ersatzteile, macht ja auch Sinn, er ist der Johann und dementsprechend Ingenieur und der Alte hat Erste Hilfe. Und im Lager haben wir natürlich auch noch was dabei. Forschung läuft hier auch noch, und zwar das nächste, was erforscht werden soll, ist der Sonartäuschkörper. Den finde ich durchaus brauchbar und der ist auch schon bald erforscht. Also den können wir auf jeden Fall dann mitnehmen nach dieser Feindfahrt. So, schauen wir mal. Reisekompass aus. Auf Blaulicht umschalten. Achso, und vielleicht wird es auch Sinn machen. Er ist schon automatisch in den Horchraum gegangen. Okay, dann teilen wir ihm hier noch einen zu, um den Radius ein wenig zu erhöhen. Und vielleicht kriegen wir ja schon irgendwas zu hören. Das war echt ein bisschen mühsam bei der letzten Feindfahrt. Also die erste Folge quasi der ersten Feindfahrt war ja komplett ohne Kontakte, aber jetzt haben wir schon den ersten. Okay, schauen wir mal. Also ich sehe hier aktuell noch nichts. Das ist merkwürdig. Wird mir jedenfalls nicht angezeigt hier auf der Karte. Und recht viel weiter weg kann es ja nicht sein. Das ist ja, der hat ja andere. Hier sieht man ja sowieso den Radius, die maximale Horchreichweite. Naja, ich vermute halt schon irgendwie hier in diesem Gebiet, ne? Aber dass uns der jetzt nicht angezeigt wird. Aber hier steht jetzt auch wieder die Null. Also vielleicht hat er den Kontakt direkt wieder verloren. Das kann ja auch sein. Na schön. Dann nehmen wir wieder Fahrt auf. Schneller, schneller! Und tauchen direkt wieder auf. Tanks anblasen!
Sobald wir oben sind, auch direkt wieder den Dieselkompressor anschalten. Das sollte ich mir einfach angewöhnen. Kam auch in den Kommentaren als Anmerkung. Ich halte's nicht mehr aus. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, was machen die, was macht das Proviant? 3 Tage plus 46, das sollte reichen. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen für Abwechslung sorgen. Schweinefleisch, Konserven und ein bisschen was Frisches kann natürlich auch nicht schaden. Ja, das passt schon so. Einfach damit da ein bisschen Abwechslung drin ist, dann sind die Leute auch zufrieden. Hier haben wir auch noch ordentlich Vorräte, also beziehungsweise eben Ersatzteile. Hier nochmal 10 Stück, 10 weitere Verbandskisten und hier nochmal Kaliumabsorber. Falsch beschriftet, wie ich sehe. Hier unten steht irgendwie Erste Hilfe. Okay, egal. So, wir sind wieder oben, nehme ich an, oder? Sehr gut. Na gut. Dann bewegen wir uns hier mal hin. Zu Befehl. Kommandant geht auf die Brücke. Und dann gehen wir hier nochmal auf Horchposten. Wie tief haben wir es hier? Das sollte noch ausreichend tief sein. Knapp 143 Meter. Gehen wir mal runter. Sehr schön. Spätnachmittags. Sonne steht schon tief. Gute Sichtweite. Jetzt wäre so ein Kontakt natürlich gar nicht schlecht. So spätnachmittags, früher Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit. So, schauen wir mal, dass wir runterkommen. Ihm weise ich jetzt auch noch hier mal ein paar Leute zu, einfach um ein bisschen Sprit zu sparen. Und ab dafür. So, Horchposten ist besetzt. Horchposten bekommt noch Verstärkung. Kreiselkompass aus. Ich weiß gar nicht, verursacht das Tiefenruder eigentlich auch Lärm? Machen wir mal aus. 20 Meter. Lassen wir uns ein bisschen absacken. Alle Maschinen stopp. Ja, Dieselkompressor habe ich wieder vergessen anzuschalten. So, schaut's aus. Nichts, keine Kontakte. Sieht schlecht aus. Lassen ein bisschen Zeit vergehen. Und gehen vielleicht sogar noch mal ein bisschen tiefer. Okay, tut sich auch nichts. Das waren jetzt schon einige Stunden, die vergangen sind. Deswegen würde ich jetzt einfach mal einen Suchkurs ansetzen. Und damit das nicht gar so langweilig für euch wird, machen wir einfach mal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal, sobald sich irgendwas tut, sehen wir uns wieder. Okay, nachdem ich jetzt fast schon die Hälfte der geforderten Kilometer hier abgespult hatte, bin ich jetzt wieder in Malta angekommen. Also ich habe hier so einen kleinen Suchkurs gesetzt, hier einmal so außenrum. Und jetzt kam gerade die Meldung einer großen Gruppe. Das ist allerdings auch schon wieder weg. Also vielleicht ist hier gerade ein Konvoi angekommen in Malta. In jedem Fall, auch wenn wir das im Grunde schon hatten in der letzten Folge, aber wir werden da nochmal einen Blick drauf werfen. So, eine unbekannte Übertragung kommt rein. Wir tauchen erstmal auf, beziehungsweise wir gehen erstmal auf Seerohrtiefe. Wir sind ja doch schon relativ nah dran und gehen die Sache mal ein bisschen vorsichtiger an. Aber ich denke in jedem Fall, bevor ich jetzt hier noch ewig und 3 Tage hier rumschipper in dem großen Patrouillengebiet, schauen wir doch lieber nochmal in die Nähe von Malta, weil ich denke mal, da sollten wohl die Chancen am größten stehen,
dass wir irgendwas vor die Rohre bekommen. Also, schnappen wir uns mal den Kommandanten. Kleine Fahrt voraus. Schneller, schneller! Sind wir schon auf Seerohrtiefe? Sieht so aus. Gut, schauen wir uns erstmal um. Wenn draußen alles klar ist, werden wir auftauchen und Malta anlaufen. Wie spät haben wir es? 3 Uhr. Das ist natürlich jetzt nicht ganz ideal. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Ist es so neblig? Kann das sein? Na. Okay. Ja, eigentlich ziemlich gute Sicht. Nichts zu sehen. Das ist wohl schon der Sonnenaufgang. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Sieht gut aus. Also, auftauchen. Tanks anblasen! Okay, schauen wir doch mal. Knapp 60 Kilometer dürften das sein. Und jetzt schauen wir uns gerade mal die Wassertiefe an. Also ab hier wird es dann so langsam unangenehm. Aber bis hier, würde ich mal sagen, können wir noch relativ safe operieren. Da sind wir noch so um die 100 Meter zumindest. Das ist besser als nichts. Tiefer wäre natürlich gut, aber meine Güte, wir sind im Mittelmeer. Und relativ nah an der Insel. So, Dieselkompressor ein. Boot ist aufgetaucht. Viertel vor fünf und schon taghell. So, da steigen sie aus. Kommandant auf Brücke. Den Kollegen habe ich jetzt auch mal dem Kartentisch zugeteilt. Der hatte sonst die Priorität, also standardmäßig quasi auf 10 für das Deckgeschütz. Das heißt, er hat einfach bei jeder Gelegenheit das Deckgeschütz bemannt und das braucht man ja nur bei Bedarf. Also der soll sich lieber mit dem anderen abwechseln am Kartentisch. Damit wir einfach immer eine gute Kursberechnung haben, eine gute Standortbestimmung. Okay. Ja, vielleicht mal speichern wäre keine schlechte Idee. Und dann nähern wir uns mal an. Maximale Sichtweite ist auch ganz schön hoch. So, schauen wir mal. Ab wo wird es denn dann wirklich kritisch flach? Ja, so ungefähr der Bereich, würde ich mal sagen. Näher würde ich jetzt erstmal ungern dran gehen. Machen wir uns hier mal so eine Linie. Also hier sind wir auf jeden Fall noch tiefer als 100 und hier wird es dann so langsam seichter. Okay. Schauen wir mal. Also den Kontakt, den wir hatten, der war auf jeden Fall hier so in dem Bereich. Krass, da kommen wir ja mit der maximalen Sichtweite sogar schon dran. Okay, Schornsteinrauch. Kleine Gruppe. Ein einzelnes Schiff. So, kann man da schon was erkennen, frage ich mich. Manueller Modus. Er ist natürlich schon noch weit weg, ne? Klar. Ah, ich weiß nicht. Da sieht man schon irgendwas, ne? Aber das... da schon die Küste ist, schwer zu sagen. Ah, wir sind halt doch schon... na ja gut, das ist schon verdammt nah. Sicherheit speichern. Jetzt hängt er irgendwie so ein bisschen. Was passiert jetzt? Läuft noch? Ja, okay, gut. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich halt in die Nähe von dem Hafen beginnt, dass dann irgendwelche Berechnungen stattfinden, dass dann vielleicht ein Konvoi neu berechnet wird oder dass die Schiffe dann erst quasi hier spawnen. Ich weiß es nicht, wie da die Mechanik genau funktioniert.
Ich tendiere schon dazu, noch ein bisschen näher dran zu gehen. Also hier haben wir noch überall minus 110, 120 Meter. Hier ist eigentlich eher so die Grenze, würde ich mal sagen. Also bis hierhin können wir, glaube ich, schon vorrücken. Ja, ganz vorsichtig. Ich habe halt schon Respekt vor den Zerstörern. Okay. Geht schon los. Da haben wir schon was. Feindlicher Zerstörer, Kriegsschiff, Schiff, Kriegsschiff. Wie stellt sich das dar? Oh, okay. Oh, wir sind doch schon sehr nah dran. Okay, entdeckt hat uns noch niemand. Dann sollten wir vielleicht auf Tauchstation gehen. Das wird der Frachter sein, oder? Kriegsschiff, Frachter, Kriegsschiff. Liegen die? Okay, er hat schon Schornsteinrauch. Also er ist auf jeden Fall in Bewegung. Er hat auch Schornsteinrauch. Die laufen wahrscheinlich geradeaus. Kann das sein? Vielleicht kommt da ja noch mehr. Wir gehen mal auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen! Und zwar ein bisschen zackig hier, Männer. Zeit für ein Familienfoto. Extrem ruhige See. Da ist doch noch mehr, oder? Das ist noch schwer zu sagen. Na, willst du wohl? Naja, solange sie uns nicht entdecken, ist ja alles okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier in Malta so wie beim letzten Mal noch mal ein bisschen was mitnehmen können. Ich meine, theoretisch müssten die ja nach den letzten Vorkommnissen hier ihre Verteidigungsanlagen vielleicht noch mal ein bisschen verstärkt haben. Aber ich glaube, sowas kann man auch noch nicht wirklich erwarten in der Spielmechanik, vermute ich mal. Wäre natürlich cool, wie es neulich auch schon jemand in den Kommentaren geschrieben hat, wenn generell die eigenen Tätigkeiten einfach Konsequenzen hätten. Wie zum Beispiel, greif Malta an, versenkt da einen ganzen Flugzeugträger und wenn du das nochmal versuchst, wird da ein bisschen mehr Gegenwehr kommen. Oh, schaut euch das an. Okay, da ist doch ein bisschen mehr geboten. Haben wir schon jemanden am Horchposten? Ja, er ist im Horchraum. Kriegt noch Verstärkung. Da ist noch ein bisschen mehr geboten. Ja, jetzt ist halt die Frage, was ist da was? Also auf den ersten Blick, das müsste ein Frachter sein. Das dürfte auch einer sein. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Sieht eher nach Kriegsschiff aus. Aber ist noch ein bisschen weit weg. Ja, das ist wahrscheinlich auch gerade wieder so ein Konvoi, der startet, vermutlich mal. Ich meine sogar, sieht man hier nicht nochmal mehr Schornsteinrauch? Also vielleicht ist das einfach so in der Spielmechanik, dass die so nach und nach hier aufploppen. Ich glaube, anders ist das wahrscheinlich gar nicht umsetzbar. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Ja, ja, da ist einiges schon wieder geboten. Wir sollten vielleicht hier aus der Bahn, sozusagen. Da haben wir auch nochmal einen Einzelfahrer. Gefällt mir alles nur so semi, muss ich sagen. Naja, das wird ein auslaufender Konvoi sein. Wir müssten halt jetzt rausfinden, was die für einen Kurs anstreben. Aber so ist die Position natürlich auch eher so mittel. Wer ist er hier? Können wir da die Kamera drauf zentrieren? Okay, ein einzelner Frachter, der einfährt, wie mir scheint. Ja, wir müssen hier irgendwie aus der Bahn kommen. Und dann idealerweise vielleicht die dann von dieser Position seitlich quasi unter Beschuss nehmen. Das müsste dann ein Frachter sein. Das ist ein Kriegsschiff. Man sieht es ja auch an der Form. Die drei Frachter vielleicht. Wenn die ungefähr so rausfahren, dann gehen wir auf halbe Fahrt. Können wir schon Kurse berechnen? Natürlich können wir. Gut, natürlich könnten wir auch ein Kriegsschiff unter Beschuss nehmen.
Aber es ist halt immer explizit Handelsschiff-Tonnage gefragt. Deswegen würde ich tatsächlich auch auf die Handelsschiffe gehen. Rechnen wir mal auf den hier einen Kurs. So, und dann nehmen wir hier noch einen zweiten dazu. Er ist der erfahrenere von den anderen beiden Befehlshabern. Der geht ans Beobachtungsperiskop. Gericke kann auch natürlich schon ein bisschen was tun. So, der Alte kriegt auch noch Verstärkung hier. Und er kann jetzt auch rechnen. Torpedokurs berechnen. Kriegsschiffe, bislang sichtbar 2 Stück. Aber hier müsste ja auch noch mehr kommen. Hier wurde ja gerade noch eine zweite Gruppe angezeigt. Oder ist das nur diese Gruppe hier? Wir müssen mal schauen, wie sich's entwickelt. Na gut, man könnte, ja, man sollte, glaube ich, sogar vorsichtshalber hier auf den schon mal rechnen. Kann ja nicht schaden. So, jetzt nochmal speichern und dann schön vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen. Kursberechnungen laufen. Kapitän? So, also die scheinen eher so hier in diese Richtung abzudrehen, vermute ich mal. Also wenn die ungefähr so einen Kurs nehmen, nur so circa, was haben wir dann hier? Dann könnten wir eigentlich schon mal wenden. Wir drehen mal, wir machen mal einen Turn. So, V-Klasse, Schiff, Schiff, Schiff. Warum werden die jetzt rot? Werden die rot, wenn die Kurse berechnet sind? Wenn die eine gewisse Nummer überschritten haben, kann das sein? Könnte sein. Ah, spielt tatsächlich mit dem Gedanken, das Kriegsschiff anzugreifen. Und den vielleicht auch gleich noch. Hier drüben ist aber auch nochmal einer. Aber den hier rauszuballern, das wäre schon gar nicht so schlecht. Und der käme jetzt dann auch schon in den guten Winkel. Ist halt die Frage, ob der seinen Kurs nochmal ändert. Weil Entfernung ist schon relativ hoch. Aber ich würde es fast riskieren, oder? No risk, no fun. V-Klasse, 99% Kursberechnung. Ja, komm, das machen wir. Das machen wir. So, Aufschlagzünder wechseln wir zu Magnetzünder. Rohr 1 bewässern. Tiefe Zerstörer haben ja nicht so den Megatiefgang. Gehen wir mal auf 2,5. Ja, vielleicht auf 3. 3. Ist, glaube ich, ganz gut. Geschwindigkeit können wir auch noch einstellen. Dann machen wir den natürlich ein bisschen schneller. Um die Distanz möglichst schnell zu überwinden. Und Rohr 1. Los. So. Ich merke, mein Pulsschlag steigt tatsächlich leicht. Auf den hätte ich auch gerne noch einen Kurs berechnet. Was machen die anderen Kurse so? Gut, das ist natürlich immer ziemlich lahmarschig hier mit dem Horchposten. Da sind wir schon bei 91, das ist gut. Ja, ich meine, die Kurse werden sowieso gleich wieder hinfällig. Sobald, falls wir den tatsächlich treffen, dann werden die anderen zu zacken anfangen. Was haben wir hier für eine Tiefe aktuell? Oh, sehr tief, okay, das ist gut. Ich vermute mal, wir werden abtauchen müssen. Alle Maschinen stopp erstmal an der Stelle. Ich will jetzt nicht noch näher dran. Der wird dann wahrscheinlich auch gleich versuchen einzugreifen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Würde ich fast noch mal ein bisschen umdisponieren. Kapitän. Wir rechnen auf den hier jetzt auch noch, wenn es geht. Torpedo. Ich meine, der Winkel ist ja eigentlich, wenn man Magnetzünder hat, gar nicht mehr so entscheidend. Man muss den ja nicht unbedingt seitlich treffen. Hauptsache, man kommt unter sein Kiel. Okay, schau mal. Das sieht tatsächlich ganz gut aus. Zumindest hier von der Laufbahn. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Mhm. Oh, bitte lass den treffen. Oh, da sieht man den Aal sogar. Oh, oh, oh. Nein, Torpedoversager. Das darf ja nicht wahr sein. Und die haben das mitbekommen.
Die haben das mitbekommen. Die haben das mitbekommen. Ach du Scheiße. Wir jagen gleich noch einen hinterher. Jetzt, wo wir den Kurs noch haben. Wir versuchen es einfach mal. Oder? Er dreht halt jetzt. Was machen die anderen? Die scheinen Kurs zu halten, aber er dreht natürlich jetzt auf uns zu. Ja, das war schon mal kein guter Einstand. Ich hätte doch auf die Frachter gehen sollen. Verdammter Torpedoversager. Zum Kotzen. So, hält er jetzt seinen Kurs? Wir versuchen es einfach, oder? Schusswinkel außerhalb der Reichweite? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Wir haben ihm doch jetzt nicht hier den Hintern zugedreht. Das kann nicht stimmen. Wir versuchen es. Und los. Ja, ich glaube, das wird nichts. Wir tauchen schon mal. Vorsichtshalber. Scheiße, kein guter Einstand, Männer. Kein guter Einstand. Naja, vielleicht haben wir ganz viel Glück. Wo ist der Aal? Hier. Ja, ich glaube, das wird nichts, oder? Ja, ich hab den Magnetzünder nicht eingestellt, oder? Ich Hirsch. Verdammt. Ach. Noch ein Torpedoversager. Was ist denn da los? Ich meine, das ist ja dann definitiv kein Fehlschuss, sondern... Ach du Scheiße. Das wird jetzt ungemütlich. Wir gehen direkt noch tiefer. 90 Meter. Das wird jetzt unangenehm. Nicht gerade eine Glanzleistung. Oh Mann. Ich hätte nicht so übermütig werden sollen. Ich hätte einfach schön auf die Frachter gehen sollen. Da hätte man locker schon mal drei rausnehmen können. So, da kommen die ersten Wasserbomben. Wir sind noch nicht sonderlich tief. Wir geben mal Gas. Schauen, dass wir irgendwie aus dem Bereich vielleicht noch rauskommen. Bevor es hier knallt. Die sind aber schon nah. Was sagt der Sauerstoff? Geht noch. Das war jetzt schon ganz schön nah. Und das ist noch näher. Shit, 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 shit. Oh. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir laden zum Tanz. So, jetzt kommen sie natürlich alle angeschissen hier. Erstmal versuchen rauszukommen aus dem Bereich. Kleine Fahrt voraus und noch ein bisschen tiefer gehen. 110 Meter. Und wie sich die Situation weiterentwickelt, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.